Servus zusammen. In diesem Video geht es speziell um L-Winkel. Die letzten Jahre habe ich mir zu einem ganz, ganz billigen L-Winkel für 20 Euro von Mengs fotografiert und das immer an der Sony A7 III. Bei der Sony A7 III kann man das Display auch nur so nach vorne rausklappen. So, und jetzt mit den neueren Kameras sieht es so aus, dass man das Display schwenken kann. Man kann es in alle Richtungen plötzlich drehen, ja, und dann stört eben dieser L-Winkel. Vor einem Jahr circa hat dann Smallrig diesen L-Winkel hier auf den Markt gebracht. Ja, der hat hier diese Lücke. Damit kann man das Display zumindest aufklappen und einigermaßen, ich zeige es euch mal, wie das aussieht, einigermaßen drehen. Ja, ich zeige es euch mal. Das ist die A7 IV. Jetzt schaut her, kann man das Display so reindrehen. Das ist aber gar nicht so ungefährlich, weil wenn ihr das hier so reindreht und habt keine Schutzfolie, könnt ihr mit dem L-Winkel das Display super schnell zerkratzen und auch zerstören. Vor allen Dingen, wenn man schnell und hektisch unterwegs ist, ist es nicht so optimal. Eigentlich rate ich auch davon ab, aber es ist zumindest eine Notlösung. Ja, das ist ja die Funktion des L-Winkels. Die ist ja super, super wichtig. Und ja, wenn man die Aussparung noch größer macht, hält er halt einfach nicht mehr in der Kamera. Ich fotografiere nämlich total gerne mit L-Winkel. Spart mir halt super viel Zeit, wenn ich ein Motiv im Querformat und im Hochformat gern fotografieren will. Smallrig hat es jetzt allerdings geschafft mit der Erfindung eines neuen faltbaren L-Winkels für die A7 S3, A7 IV und A7 R5 hier einen L-Winkel rauszubringen, der faltbar ist, der für diese drei Modelle super gut geeignet ist, wenn man ab und zu mal auf dem Hochkant fotografieren oder filmen will. Ich zeige euch mal die Funktionsweise. Jetzt seht ihr, dass der L-Winkel flach angebracht ist. Möchte man jetzt im Hochformat fotografieren, klickt man hier drauf und spannt das Ding hier neu ein. Und die kann man jetzt so hier die Kamera im Hochformat nutzen. Dieser L-Winkel ist meiner Meinung nach so stabil, so gut verbaut, dass ich da echt nichts meckern mag. Also hier hat er sogar noch so einen Schraubenzieher, so einen Mini-Schraubenzieher, magnetisch, passt hier rein. Damit kann man ihn anbringen. Man kann hier auch gut noch ans Batteriefach rankommen. Ja, seht, kommt man gut ran. Also gewohnte Smallrig-Qualität und jetzt auch endlich mal durchdacht. Man kann den sogar noch ein bisschen weiter rausziehen, wenn man denn hier einen Fernauslöser anbringen möchte, kann man das Ganze nochmal um 1 cm nach vorne ziehen. Ja, das kann man hier machen, indem ich ihn lockere. Das habe ich jetzt nicht gemacht, das brauche ich jetzt nicht. So, jetzt kommt aber noch das große Aber, was man wissen muss. Der ist zwar AK-Swiss kompatibel, aber nur an der Seite, die eben eingeklappt ist. Ja? Also wenn ich jetzt im Hochformat fotografiere, habe ich hier meinen AK-Swiss-Stand. Hier ist alles glatt, da kann ich ihn jetzt nicht direkt so einspannen. Wenn ich im Querformat fotografieren will, muss ich mir den AK-Swiss die Platte hier runterhängen oder runterholen und dann kann ich so fotografieren. Und Punkt Nummer zwei, was mich so ein bisschen an der Optik stört, ist einfach diese Schiene, die hier rausguckt. Also wenn die Kamera jetzt hier auf dem Stativ ist, dann seht ihr, ich kann die bis hierher, hier ist der Mittelpunkt, hier so einspannen. Die ist super bombenfest, ja, da passiert nichts. Aber es sieht halt irgendwie komisch aus, oder? Der Zentimeter. Und
da es so einen L-Winkel jetzt lange Zeit nicht gab, war das auch mit einer der Gründe, warum ich mir nicht die A74 gekauft habe. Weil die einfach so ein schwenkbares Display hat und ich will eigentlich total oft im Hochformat, Querformat fotografieren. Und das mit dem L-Winkel. Und jetzt kann ich die Kamera auch endlich so nutzen, wie ich sie nutzen will. So, das war hier mein Quick-Tipp zum Thema L-Winkel. Holt euch den, er ist wertig verarbeitet und ihr macht damit nichts verkehrt. Habt eure Freude dran, wenn ihr mit L-Winkeln gerne fotografiert. Bye bye und bis zum nächsten Video.